Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das zweite Mal. Es ist, wie schon jemand gesagt hat, immer wieder super hier zu sein. Es ist eine super Atmosphäre. Ich muss noch dazu sagen, dass ich nicht nur gebeten wurde, was zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit sondern auch, warum soziale Bewegungen voll toll sind, warum ziviler Ungehorsam wichtig ist, nochmal die große Transformationsperspektive aufmachen, jenseits des Kapitalismus und überhaupt die Postwachstumsgesellschaft. Und ich habe, glaube ich, nur 10 Minuten. Deswegen mal schauen, was ich da jetzt eigentlich alles unterbringe. Ich habe mir gesagt, ich wollte über 3 Sachen reden. Erstens, warum reden wir hier eigentlich gerade über Creative Response? Zweitens mal, wo finden wir vielleicht solche Creative Responses? Und was ist die Rolle von zivilen Ungehorsam in Creative Response? Und die erste Frage ist eigentlich recht leicht zu beantworten. Der Grund, warum wir auf diesem Festival, aber eigentlich darüber hinaus gesamtgesellschaftlich über Creative Responses reden oder zumindest reden sollten, ist, dass wir eigentlich tief in der Scheiße stecken. Es gibt nicht nur so eine Krise, so eine Finanzkrise, die man als Finanzkrise lösen könnte. Es gibt nicht nur eine Ökokrise, die man als Ökokrise lösen könnte. Es gibt, was man vielleicht als eine organische Krise bezeichnen könnte. Es gibt eine Krise in ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die sich alle gegenseitig antreiben und wo die eine jeweils die Lösung der anderen schwieriger macht. Die Klimakrise treibt die Migrationskrise, treibt die Sozialstaatskrise, treibt die Repräsentationskrise. Und wenn ich jetzt sage, ich versuche die Sozialstaatskrise dadurch zu beheben, dass ich einfach die Produktion drastisch hochfahre, dann treibe ich dadurch die Umweltkrise voran und dann wird auch die Sozialstaatskrise nicht gelöst. Wir sind so tief in der Krise, dass einige Leute in Lateinamerika davon reden, dass wir in einer Zivilisationskrise stecken. Also nochmal Summary des ersten Punkts, wir stecken tief in der Scheiße. Und deswegen suchen wir hier auch heuer bei Elevate nach Creative Responses. Dann stellt sich eben die Frage, wo findet man denn eigentlich solche Creative Responses? Und da stellt die etwas weitere Frage, woher kommt Kreativität, wo entsteht sie, wie kommt das Neue in die Welt? Und da meine ich Kreativität nicht nur im umgangssprachlichen Sinne der Kreativität üblicherweise in der Kultur, der Kunst, der Poesie, der Musik verortet, sondern ich rede von der Bearbeitung von Problemen, die, wie zum Beispiel die Klimakrise, tief in die Grundstruktur unserer kapitalistischen Wachstumsgesellschaften eingelassen sind. Und mein Vorschlag wäre, um das grundsätzlich Neue in die Welt zu bringen, braucht es mehr als Poesie, braucht es mehr als Musik, da braucht es Aktivismus und da braucht es massenhafte soziale Bewegungen. Denn soziale Bewegungen entstehen üblicherweise nicht an den Orten, die von den politischen Systemen bearbeitet werden und wo Probleme gelöst werden. Soziale Bewegungen entstehen an gesellschaftlichen Problematiken, auf die es keine einfachen Antworten gibt, auf die innerhalb der gegebenen Strukturen Antworten vielleicht sogar unmöglich erscheinen. Und ein Beispiel dafür, das eigentlich, finde ich, jetzt gerade ziemlich präsent ist, ist die Bewegung der Geflüchteten. Syriza in Griechenland hat uns eigentlich gezeigt, dass das Verändern von Grundstrukturen der Europäischen Union so ziemlich unmöglich ist. Auch wenn man sozusagen die Macht einer nationalen Regierung hat. Hat nicht funktioniert, Austerität abschalten in der EU hat nicht geklappt. Change within the EU is impossible, ist so ein bisschen der Eindruck. Und plötzlich kommen Tausende, Zehntausende Geflüchtete und plätten einfach mal eines der zentralen Vertragsregime der EU, das Dublin-Abkommen. Das Dublin-Abkommen ist im Eimer, gibt es nicht mehr, ist tot. Das Schengen-Abkommen steht unter enormem Druck. Das ist eine soziale Bewegung, die sah eigentlich niemand kommen. Und plötzlich hat die es geschafft, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich eine zentrale Struktur der Europäischen Union einfach so auszuschalten. Und deswegen haben viele Leute in den 60er und 70er Jahren auch so eine Formulierung benutzt, die gesagt haben, soziale Bewegungen verschieben die Grenzen des Möglichen, sie machen das Unmögliche möglich. Und es gibt eine ganze Reihe, ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Beispielen geben, für Dinge, für Rechte, Institutionen, Freiheiten, die wir haben, die wir heute genießen, die wir als normal ansehen, die es ohne soziale Bewegungen nicht gäbe. Das Recht für Frauen, Hosen zu tragen, zum Beispiel. Nicht alltäglich, war zumindest irgendwann, das ist heute alltäglich, es war nicht immer alltäglich, es wurde von sozialen Bewegungen erkämpft. Mein Recht, mit einem Mann Hand in Hand durch die Straßen Berlins zu laufen, das war auch nicht immer
alltäglich. Das wurde erkämpft von sozialen Bewegungen. Das allgemeine Wahlrecht, Recht auf Abtreibung, 8-Stunden-Tag einer Gewerkschaft beitreten. All dieser Kram, von dem wir eigentlich sagen, er macht so ein bisschen das gute Leben aus. Na gut, einer Gewerkschaft beitreten ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Entschuldigung, ich arbeite in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da müssen wir immer über Gewerkschaften sehr emphatisch reden. Also, aber ihr wisst vielleicht, was ich gemeint habe. Genau, mein Recht, Hand in Hand mit einem Mann durch die Straßen zu gehen, das ist für mich zumindest Teil des Good Life. So, aber dieser Punkt, dass soziale Bewegungen eigentlich im Ursprung von ganz vielen positiven Veränderungen sind, von ganz vielen Elementen, die wir heute als Teil des guten Lebens betrachten, der wird oft so ein bisschen übersehen, weil die Kämpfe und Forderungen sozialer Bewegungen oft irgendwann von Regierungen aufgenommen, umgesetzt und darin gelegentlich auch pervertiert werden. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von einem englischen Dichter, das ich kurz vorlesen möchte. Die Menschen kämpfen und unterliegen. Und die Sache, für die sie kämpfen, setzt sich trotz ihrer Niederlage durch. Und wenn das Ziel erreicht ist, erweist sich, dass es nicht das ist, was sie eigentlich meinten. Und dass andere Menschen zu kämpfen haben für das, was sie meinten, doch unter einem anderen Namen. Das mag jetzt ein bisschen obtus klingen, aber ein schönes Beispiel dafür ist die Energiewende in Deutschland. Kann man sagen, ist eine der kreativsten Antworten auf galoppierendes Klimakaos und die Notwendigkeit, aus dem nuklearfossilen Energiesystem auszusteigen. Super tolle Idee. Ganz viele Leute glauben, das war Merkels Idee. Nur weil die sich 2011 hingestellt hat, dieses Ding rutscht mir vom schwitzigen Ohr, Entschuldigung, weil die sich 2011 hingestellt hat und gesagt hat, wir machen jetzt einen Atomausstieg. Aber ohne soziale Bewegungen, die 35 Jahre lang seit Wühl 1976 gegen die Atomkraft gekämpft hätten, hätte es nie einen Atomausstieg gegeben. Und auch die sozusagen kreative, produktive Seite der Energiewende, nämlich die erneuerbaren Energien, die wurden auch nicht irgendwann per Regierungsdekret vom Erneuerbaren Energiegesetz in die Welt gebracht, sondern es waren die alternativen Bewegungen der 80er Jahre, die gesagt haben, so ein bisschen anschließend auch an das, was Andrea gesagt hat, wir wollen sozusagen nicht einfach nur eine andere Technologie haben, wir wollen auch anders miteinander leben. Die Energiewende, der Atomausstieg, die erneuerbaren Energien, das war das Werk sozialer Bewegungen, das dann irgendwann von der Regierung aufgenommen, aber auch wieder ein bisschen pervertiert wurde. Als 2013 die neue deutsche Regierung an die Macht kam, haben sie gesagt, unser Energiewendegesetz besteht darin, jetzt die Energiewende zu verlangsamen. Das ist keine wirkliche Energiewende, wenn man sagt, wir wollen jetzt weniger erneuerbare Energien produzieren. Aber was haben die sozialen Bewegungen gesagt? Wir haben zum Beispiel gesagt, liebe Leute, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir haben den Atomausstieg erkämpft, jetzt kämpfen wir für den Kohleausstieg. Und deswegen waren wir im August mit ungefähr 1000 Leuten in Garzweiler in der Braunkohlegrube und haben gesagt, macht dicht mit diesen Baggern, wir machen eure Grube dicht, wir kämpfen für Klimaschutz von unten, für Energiewende von unten und wir wollen in den kapitalistischen Wachstumswahn eingreifen. Das waren alles super Ideen, die kamen alle von sozialen Bewegungen. Und dann noch zu dem Punkt des zivilen Ungehorsams, weil das ist schon was, wo ich sagen muss, diese Energie der kollektiven Ermächtigung, wenn man irgendwie mit tausenden Leuten auf der Straße ist und die Regeln des kapitalistischen oder rassistischen oder wie auch immer Alltagswahnsinns bricht, dieses Gefühl der massiven kollektiven Selbstermächtigung ist so ziemlich einer der absolut zentralen Gründe, warum ich in sozialen Bewegungen aktiv bin. Und die Beispiele, die ich hier oben genannt habe, die stellen halt alle die Frage, die werfen die Frage auf, ob es bei diesen sozialen Bewegungen, bei den Creative Responses immer mit rechten Dingen oder sozusagen rechtens zugeht. Und die Antwort ist, natürlich geht es da nicht mit rechten Dingen zu. Ziviler Ungehorsam gehört absolut zum zentralen Repertoire von sozialen Bewegungen. Denn, ganz schematisch gesprochen, die Regeln, die sich eine Gesellschaft gibt, sind darauf ausgelegt, diese Gesellschaft zu reproduzieren. Wenn diese Gesellschaft aber ausbeuterisch, unterdrückerisch, umweltzerstörerisch ist, dann bedeutet das, dass die Regeln dieser Gesellschaft das genau reproduzieren und fortschreiben. Das wiederum bedeutet, dass in einer ungerechten, ausbeuterischen, unterdrückerischen Gesellschaft Regelbruch nicht nur legitim, sondern oft auch notwendig ist. Das zeigt die Geschichte. Ein schönes Beispiel dafür ist jemand wie Nelson Mandela, der lange als Terrorist gehandhabt wurde, irgendwann viel später dann plötzlich einer der großen Helden der Welt war. Aber wenn man in den 60er Jahren den Großteil der Leute in Europa gefragt hätte, hätten die gesagt, das ist ein Terrorist und den darf man nicht unterstützen.
Ein weiterer Grund für ziviler Ungehorsam, warum er legitim und notwendig ist, ist auch, weil die Gesellschaft oft gar nicht realisiert, wo sie Scheiße baut und wo die Dinge wirklich in den Sand gefahren sind. Ungehorsam und die Konflikte, die darum entstehen, der lenkt oft erst das Augenmerk der Gesellschaft auf die Problematiken, die es da gibt. Ich würde wieder zum Beispiel der syrischen Geflüchteten zurückgehen. Ich will es nicht allzu lange vom Klimawandel herleiten, aber man kann tatsächlich sagen, dass Klimawandel auch einer der Gründe war, warum in Syrien ein Aufstand 2011 sich entwickelte. Und dann gab es eine massive kriegerische Auseinandersetzung, die darum herum entstand. Und irgendwann wurde dieser Krieg einfach wie so viele von Europa vergessen. Und wann steht er wieder auf der Agenda Europas, wenn Zehntausende, Hunderttausende Leute aus Syrien ungehorsam einfach unsere Grenzen platt machen, das Dublin-Abkommen platt machen und sagen, Leute, den Krieg habt ihr mit verursacht, wir sind jetzt hier, deal with it. Und deswegen, um zum Ende zu kommen, weil, glaube ich, meine Zeit vorbei ist, würde ich sagen, das, was ich eben gesagt habe, beweist hoffentlich Folgendes, dass es ohne soziale Bewegungen und zivilen Ungehorsam hätte es nie ein Ende des Kolonialismus gegeben, es gäbe kaum Rechte für Schwarze in den USA, es gäbe kein Recht auf Verhütung, kein Recht auf Abtreibung, kein Recht auf Gewerkschaften. Es wird keine Klimagerechtigkeit geben ohne ungehorsame soziale Bewegungen. Und es wird auch keine Creative Responses ohne ungehorsame soziale Bewegungen geben. Vielen Dank.